Lava-Händler. Moment mal, das hört sich wirklich danach an, dass der... Ach Gott! Okay. Mach bitte 1000... Was? Ich kann die verdammten Zahlen nicht lesen. 1600er. Aus... 1800er? Das ist 1600er aus 1400er. Das brauchen wir. Gut, das heißt, das Ding braucht Luft. Oh, das ist echt doof positioniert da. Ja, nee, nicht da. Wo ist das Ding jetzt hin? Achso, das sieht komisch aus. Ja, da, komisch aussehendes Ding. Das passt absolut nicht in mein Muster. Komisch aussehendes Ding da. So, stell bitte her, 1600 Grad heiße Lava. Du bekommst Sauerstoff von... Wollt ihr mich veräppeln? Ich kann auch gar nichts mehr sehen da. Also, 1400 Grad kommt von da. 1600 Grad kommt oben raus. Und Luft kommt von da. Na, mal gucken. So, das heißt, es kommt oben raus, dass die Tankreihe wäre dann... da ist ungünstig positioniert worden von dem Gyrogon in der Vergangenheit. Das ist direkt... Ah ne, es hat einen Abstand. Ein Abstand zum Pol, okay. So, ein Abstand zum Pol. So. So. So, richtig? Richtig. Okay, das heißt, du machst jetzt von da nach da. Und jetzt brauchst du nur noch die Lava von hier. Aber wie baue ich das? Erstmal brauche ich mehr davon. Weil ich denke, einer wird nicht reichen. Und ich brauche viel, 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 viel mehr Platz, wenn ich auch noch Stahl und so damit machen will. Ist ja Hammer, okay. Und du da hinten brauchst Kohle. Das mache ich kurz. Gib mir 400 Kohle. 200. 200. So. Also ja, viel, viel mehr Platz. Oder ich müsste kompakter bauen. Ja. Ich denke, ich baue das von vornherein anders. Weg, 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 weg. Ganz schön lange, die abzureißen. So. Also mache ich das genau hier eine Reihe drüber. Ein Abstand. So. Ein Abstand. So. Das heißt, ich mache den Lava-Händler dann hier. Das hört sich echt komisch an mit dem Lava-Händler. Aber ist halt so... Boah, wie viele Zwischenschritte der hat. Okay. Du... Baum muss weg. Wie gesagt, Wald muss weg. Tut mir leid, aber ich brauche den Platz hier. Lava ist momentan ein bisschen wichtiger als Smog. Weil so stark scheint die Gegner noch nicht zu sein. Noch. So, du. Du machst bitte 1600 Grad aus, 1400 Grad. Du bekommst... Ah, das ist echt doof rotiert. Ja. Das ist... ultra doof rotiert. Du. Da. So ginge das. Dann wäre das so. So. Dass man hier schön durchlaufen kann. Und jetzt könnte ich es theoretisch anschließen. Und flüssigen Sauerstoff. Kriegst du von hier. Kommst aber nicht ganz an. Also okay. So, 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 so. Hast jetzt alles, außer die Lava. Okay. Spricht da jetzt irgendwas langfristig gegen, dass ich das jetzt so mache? Das macht das Ganze hier kaputt, ja. Also die Science-Dinger sind dann am Weg, die Fließbänder da. Also ich müsste die Fließbänder vorher einen Knick machen lassen und von der Seite dann rankommen.
Na gut, das ist erstmal nur für Kupfer und Eisen. Und vielleicht noch Stahl. Das kriege ich schon irgendwie hin. Also ja, ich schließe das jetzt einfach mal an und hoffe das Beste. Du, da. Ist schon mal nicht so schnell. Boah. Jo, definitiv nicht schnell. Das heißt, davon bräuchten wir viel, viel, viel mehr. Wie machen wir das jetzt am besten? Mir gefallen die Ein- und Ausgänge absolut nicht. Die sind so angelegt, dass ich... Naja doch, wenn wir es jetzt noch einmal drehen würden, dass die kühlere Lava unten reinkommt, Luft oben reinkommt. Ne. Also wer auch immer das konzipiert hat, baut total anders als ich. Was ja auch vollkommen okay ist und so, aber ich muss mich da erstmal reinfriemeln. So, das heißt, sehr, 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 sehr langsam füllen die sich jetzt mit heißer Lava. Das heißt, wir könnten jetzt mit der heißen Lava hier... Du bist doch vollkommen weg. Du gehst da weg. Wo ist das Ding jetzt hin? Da, Blast Furnace. Du stellst jetzt bitte flüssiges Eisen her. Na gut, hier geht es. Halbwegs. Aber auch nicht wirklich. Also die heiße Lava kommt dann von hier, geht unterirdisch, geht dann da ran. Das ist soweit gut. Ja doch, das geht. Okay. Nimm mal bitte von da die heiße Lava. Falscher Ausgang. Von da die heiße Lava. Bring die an die heiße Lava. Bring sie dahin. Geh dann da runter. Bring sie hier hin. Dahin. Dahin. Mal gucken. So, du hast 1600 Grad heiße Lava. Viel, viel zu wenig. Also eine Pumpe wäre auch nicht schlecht. Aber ich sehe gerade gar keinen Platz, wo wir die Pumpe reinbauen können. Doch hier. Eine Small Pump MK1. Ich hoffe mal, die ist aus feuerfestem Material. In die Richtung pumpen, bitte. Das heißt, die müssten sie jetzt eigentlich leeren. Jo. Und du kriegst nicht mehr als 0,4 rein. Okay. Dann brauchen wir Ärmchen. Ich weiß nicht, wie schnell die Ärmchen sein müssen. Wir testen einfach mal. Sehr schnell. Oh, wir müssen jetzt erstmal die Eisengeschichte loswerden. Okay. Der nächste Schritt wäre jetzt die Foundry. Die Forge. Die Forge sollte hier Positionierung. Brauche mich doch alle veräppeln. So. Ich muss das Fließband dann eventuell umstellen. Du stellst bitte Eisenplatten her. Du kommst. Wasser. Du bekommst erstmal Eisen. Und zwar bekommst du Eisen von hier. Da kommt jetzt flüssiges Eisen an. Das kommt hier hoch. Macht da einen Knick, geht da rein. So, flüssiges Eisen. Dann müssen wir jetzt den Wasserkomplex hier unten aufbauen. Und... Ich würde hier gerne mit professionellen Poles arbeiten. Ja, und Licht wäre auch nicht schlecht. Obwohl wir gerade wieder den Dämmerzustand haben, ne? Ja, es geht gleich alles wieder an. Dämmerzustand ist morgens um 5, was auch total Sinn macht. So. Also, wir brauchen Wasser. Dann hätten wir theoretisch jetzt einen einzigen, der anfängt zu arbeiten. Was nur sehr stört, ist halt, dass die Rohre jetzt hier im Weg sind. Also ich müsste die Rohre eigentlich von der anderen Seite laufen lassen. Können wir noch ein paar mehr von den Forges bauen? Oder ist das wieder zu teuer? Warum frage ich überhaupt? Natürlich ist das teuer. Gott. Okay, ich hole erstmal ein bisschen Stahl und den gucke ich da ein bisschen rum. Gib mir bitte 200 Stahl.
eine Forge. Arbeite jetzt 5 Minuten lang im Spielerinventar damit rum. 25 grüne Chips. Haben wir einen Puffer von grünen Chips? Wahrscheinlich. Nicht. Hä? Doch, da hinten. Oh. Ja, wir hatten mal einen Puffer an grünen Chips. Die haben wir jetzt nicht mehr. Weil nicht genug Draht da ist. Ja, okay. Das wäre wieder das Kupferproblem, aber das schaffen wir dann ja auch bald. Also ja, Kupfer wäre jetzt noch einfacher, weil es keine Erhitzung bräuchte. Da könnten wir jetzt einfach direkt das 1400er nehmen. Und dann irgendwo hier hinten hinbringen und das da dann machen. Ja, ich brauche unbedingt einen zweiten Blast Furnace. Dafür brauche ich rote Chips, die ich mir hier oben jetzt mopse. Also ich brauche einen zweiten, damit ich gucken kann, wie das Muster später aussehen wird. Du gib mir das da. Bau Blast Furnace. Also das ist wirklich ein Problem mit den flüssigen Geschichten. Also sie können zwar irre effizient sein, und das werden sie wahrscheinlich auch sein, aber man braucht erstmal recht viele Ressourcen, um damit anzufangen. Es ist für mich zumindest recht kompliziert aufzubauen und es dauert ewig. Kaschand, gib mir noch einen davon. Dann habe ich davon auch einen zweiten und kann auch gucken, wie ich das Muster am besten hinbaue. So, richtig? Ja, schon haben wir keinen Platz für Wasser. Doch, haben wir. Okay, also Wasser kommt jetzt so und so. Das heißt, wir haben dann immer zwei davon Wasser, zwei davon Wasser, zwei davon Wasser und so weiter. Wie schaut es eigentlich mit Flüssigdings noch aus? 13.000 Lava ist da noch drin. Ah, okay. Trotzdem kommt da nicht so wirklich schnell was an von Mining Power 2, Mining Speed 2. Nimm mal Speed Module. Was ist hier los? Die Anzeige ist sehr, sehr komisch, kann das sein? Ist die buggy? Du bist angeschlossen, ne? Ja. Ich hätte gern noch eine Pumpe. Und zwar ruhig eine. Dann mach erstmal eine normale Pumpe, gucken, wie es passiert. Dann hätte ich gerne hier die normale Pumpe. Pumpe in die Richtung. Genau, die Rohre leeren sich ziemlich schnell. Da brauchen wir keine schnellere Pumpe. Ah, und jetzt arbeiten die auch. Na also. Also das ist wohl so zähflüssig, was ja auch Sinn macht, dass es die Rohre verstopft. Und wenn keine Pumpe da ist, dann hat man halt ein Problem. Das heißt, wir bräuchten eigentlich hier vorher eine Pumpe. Direkt an dem Ding dran, aber da ist kein Platz. Wobei wir brauchen hier keinen Strom, richtig? Richtig. Dann mach doch mal dich weg, dich weg, dich weg, dich weg. Mach eine Pumpe. Die Pumpe braucht Strom. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Du mach die Pumpe dahin. Ach, da ein Knick. Ach, da ein Knick. Mach das da, mach das da. So, richtig? Das heißt, alle Rohre, die vor der Pumpe sind, werden leer gepumpt. Und das geht alles in die Tanks rein. Okay. So, da oben füllt sich das tierisch langsam. Also das Ding da ist Grütze. Da müssen wir MK8 Speedmodule reinhauen, damit das irgendwann was wird. Aber sei es drum. Wahrscheinlich müssten wir eigentlich eher MK3 Produktivitätsmodule reinhauen, damit es dann noch viel effektiver ist und wir aus einem so einen Erzbrocken, keine Ahnung, 4 Platten machen können oder was auch immer. So, flüssiges Eisen kommt. Eisenplatten kommen noch nicht, weil wir noch kein Wasser haben. Okay, also nächstes Problem, Wasser. Bau 2 normale Pumpen, die reichen. So. Pumpe. Pumpe, Pumpe. Wasser, 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 Wasser. Eine Fabrik. Keine Zentrifuge. Ich brauche eine ganz normale
Fabrik und dafür habe ich keine grünen Chips und dafür brauche ich wieder Kupfer und also ein anderes Gedöns. Gib mir Kupfer. So, eine normale blaue Fabrik. Die produziert dann gleich als Nebenprodukt was? Sand oder Stein? Ich denke, ich sollte langsam echt auf Stein umsteigen. Sonst haben wir langfristig halt ein Problem. Auch wenn wir überall so kleine Steinfelder rumliegen haben, aber ne, man merkt schon, dass das da nicht mehr so super funktioniert. Achso, und wir brauchen einen Abstand dazu. So, das heißt, du machst bitte... Da, Wasser mit Stein als Nebenprodukt. Du bekommst da dein Wasser rein, du bekommst da das saubere Wasser raus. Das kommt da raus, dann kriegst du auch einen Tank. Ja, du bekommst einen Tank, auch wenn er da doof aussieht. So. Ist auch nicht auf der richtigen Höhe. Ja. Aber du da runter. Hoch runter. Da dran. So, du stellst jetzt Eisenplatten her. Das ist sehr gut. Und zwar richtig flott. Zack, 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 zack. Sehr gut. Das heißt, das Ding muss jetzt hier immer so einen Knick machen. Oder wie machen wir es am besten? So, nicht da. Nee. So. Und dann kommen da die schnellen Ärmchen hin. Also ich finde schon mal sehr gut, dass da ein riesiger interner Puffer ist. Aber wir werden keine Ärmchen haben, die schnell genug sind. Brauchen wir zwei schnelle. Kein Strom.